Stefan und Andreas sind Konstrukteur und Entwicklungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen. Während die Komplexität, der Kostendruck und die Anzahl der Produkte in ihrem Portfolio immer weiter steigen, wird die Entwicklungszeit dafür immer kürzer. Weil ihre Kunden und Zulieferer mit anderen CAD-Systemen arbeiten, müssen deren Daten aufwendig für ihr 3D-CAD-Programm angepasst und bei Änderungen manuell aktualisiert werden. Zudem sind häufig noch spät im Entwicklungsprozess Anpassungen an den Modellen nötig. Das alles sind Faktoren, die das Team ärgern, denn sie steigern den Zeitdruck unnötig. Als die beiden dann überlegen, woher diese Probleme rühren, fällt ihnen auf, dass ihr CAD-System eigentlich nur genutzt wird, um in 3D zu zeichnen. Dabei könnte eine moderne Lösung so viel mehr leisten. Die Daten ihrer Partner und Lieferanten könnten sie einfach in ihrem Konstruktionsprozess weiterverwenden, statt sie aufwendig zu konvertieren. Das würde allen eine Menge Zeit einsparen. Mindestens genauso viel Zeit würden sie sparen, wenn sie verschiedene Designansätze parallel und strukturiert bewerten könnten. Bisher mussten sie dafür unzählige Versionen erzeugen, was schnell unübersichtlich wurde. Außerdem schränkt das bisherige System die Konstrukteure ein, denn bei manchen Anwendungen würden sie lieber nicht parametrisch modellieren. Das aktuelle CAD-System erlaubt dies aber nicht. Könnte man beides kombinieren, wären sie nicht nur schneller am Ziel, sondern auch viel flexibler, wenn ein Kunde wieder einmal Änderungen an fast fertigen Teilen wünscht. Für Konstruktion, Berechnung und Simulation werden aktuell unterschiedliche Programme genutzt. Dieser Medienbruch zwischen den verschiedenen Systemen und Formaten kostet Zeit und die Daten, die zum Beispiel als Basis für die Simulationen dienen, werden bei Änderungen nicht automatisch aktualisiert. Ideal wäre ein System, in dem man durchgängig alle Schritte von der Konstruktion bis zur Fertigung abbilden könnte. Alle Informationen, wie zum Beispiel Berechnungen, Toleranzen und so weiter, könnte man dann direkt in das Modell integrieren. Somit könnten alle am Prozess beteiligten Bereiche diese Daten durchgängig und gleichzeitig nutzen, was die Kommunikation erheblich erleichtern und den Aufwand reduzieren würde. Da auch Kinematik- und Kollisionsuntersuchungen am digitalen Prototyp durchgeführt werden könnten, ließen sich Fehler frühzeitig erkennen und vermeiden, die momentan frühestens während des Prototypenbaus auffallen. In der Fertigung sehen die beiden weiteres Optimierungspotenzial. Momentan arbeiten die Konstrukteure in 3D, aber gefertigt wird nach 2D-Zeichnungen. Das Erstellen und Aktualisieren der 2D-Zeichnungen könnte man sich auch sparen, wenn die NC-Programme direkt anhand des 3D-Modells erzeugt würden. Als Stefan und Andreas ihren Chef auf die Möglichkeiten ansprechen, kommen ihnen noch weitere Ideen, denn neben der Konstruktionsabteilung könnten auch andere Abteilungen profitieren. Mit einem durchgängigen System könnte man beginnen, Industrie 4.0 Anwendungen zu entwickeln und auch neue Fertigungsverfahren wie 3D-Druck ließen sich besser nutzen. Auch Vertrieb, Marketing und Service könnten schneller arbeiten, denn die Bilder und Grafiken, die aktuell erst am Ende der Produktion erstellt werden, könnte man durch 3D-Renderings und Visualisierungen ersetzen und bereits parallel zur Konstruktion erzeugen. Ganz zu schweigen vom Einsatz von Augmented Reality in Service, Vertrieb und Schulung, wovon sie sich signifikante Vorteile versprechen. Um ihre Wünsche möglichst schnell und reibungslos umsetzen zu können, haben Stefan und sein Chef sich für Creo und Ineo als Implementierungspartner entschieden. Creo bietet ihnen alle Funktionen, die sie benötigen, um ihre neuen Ideen und Methoden umzusetzen. Und Ineo bringt dank über 30-jähriger Erfahrung mit über 4000 Kunden die nötige Expertise für das Projekt mit. Und was ist mit Ihnen? Lernen Sie jetzt die Vorteile von Creo kennen.